Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Dort oben gibt es ein Königreich und passiert immer wieder etwas Neues. Ist immer was los. Der König hatte eine unangenehme Situation, aber er hat sich wieder beruhigt. Momentan ist er eher abwartend. Die Königin hält zu ihm und sie werden morgen zurückziehen und überlegen, was können sie im Königshof verbessern. Die Menschen im Königreich fühlen sich immer noch müde, erschöpft und kraftlos. Viele fehlt auch die Orientierung. Der hübsche Prinz ist immer noch traurig. Es sind Erinnerungen an die alte Zeit. Eine alte Wunde löst aus, dass er sich momentan enttäuscht fühlt. Aber er kann nicht über seinen Gefühlen sprechen. Heute ist sowieso schwierig, etwas Konkretes sagen. Es ist auch besser zum Schweigen. Wie sagt man das so schön? Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Die schöne Prinzessin hat trotzdem ein gutes Gefühl. Sie spürt nämlich seinen Gefühlen. Sie spürt seine Liebe und das, was sie vertraut. Diese Geschichte hat selbstverständlich astrologische Hintergründe nach indischen Berechnung. Gestern war ein Sonne-Uranus-Quadrat. Sonne bewegt sich schneller als Uranus und entfernt sich von dieser Position. Korrekt gesagt, das ist die Scheinbewegung, die Sonne, im Grunde genommen die Bewegung macht unserem Planet Erde. Und hier spürt man auch diese Spannung, aber unserem Planet Erde bewegt sich schneller als Uranus, also gibt es eine Lösung. Morgen ist Neumond, das heißt Sonne und Mond treffen sie sich. Es ist eine Art Rückzug. Die Königin und der König ziehen sich zurück und überlegen, wie soll das weitergehen. Dafür eignet sich diese Neumondposition morgen. Mars bildet sich einen sogenannten Quinkungsaspekt zum einen rückläufigen Neptun. Man fühlt sich kraftlos und kommen Erinnerungen, verletzten Gefühlen, hat aber mit Vergangenheit was zu tun. Viele Menschen sind auch gerade orientierungslos. Merkur ist heute im Stillstand und ab morgen wird direktläufig. Und dieser Stillstand bedeutet Schweigen. Wie sagt man das ganz schön? Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, passt genau für den heutigen Tag. Mond und Venus bilden sich einen sogenannten Konjunktion. Das heißt, die schöne Prinzessin hört auf ihren Gefühl und vertraut die Liebe. Und das ist auch richtig so. Pollux, eine von den beiden Zwillingen, bestrahlt die heutige Mondbewegung und hat einen Einfluss auf unseren heutigen Tag, zeigt einen höheren Bewusstsein und Vertrauen. Vertrauen an uns selbst, Vertrauen an die Liebe, Vertrauen an unserem Vorhaben und Vertrauen auch an die göttliche Fügung. Und das war die Quelle für meine Erzählung. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert.
Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.